Die Bayern-Premiere des Krone Elektro und das Sommerfest fanden bei Autohaus Sanke in Landsberg statt. Das Einstiegsmodell ist der Trend mit 34.600 Euro, eine Größe von 39,2 Kilowattstunden. Das Topmodell Premium kostet 45.600 Euro, hat eine 64 Kilowattstunden Batterie verbaut. Von mir zu Hause bis nach Landsberg sind es 210 Kilometer. Das konnte ich an einem Stück nicht schaffen, deswegen musste ich am Köschinger Forst zwischenladen, um dann nach Landsberg ohne Probleme fahren zu können. Nach der Strecke konnte ich die CCS-Ladesäule direkt vor dem Autohaus gut nutzen. Hier seht ihr, wie das Auto an die Ladesäule angesteckt ist. Geladen habe ich mit 88 Ampere, der Akku hatte 21%, die Ladezeit zeigte mir 38 Minuten an. Hier seht ihr das Autohaus von vorne sehr schön. Was hat denn Dave da auf dem Dach? Da muss ich gleich mal nachhaken mit einem Video. So, guten Morgen. Ich stehe hier neben Electric Dave. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast da wieder was Schönes mitgebracht. Wir sind heute Samstag. Heute ist große Feier bei Autohaus Sankel in Landsberg. Und du hast was Schönes mitgebracht. Ja, ich habe meinen Ioniq dabei und natürlich, wie im letzten Video auch zu sehen, habe ich mein Dachzelt montiert. Schließlich musste ich irgendwo schlafen letzte Nacht hier. Und da war der Jürgen so nett und hat mich hier auf seinem Gelände in der Garage sogar nächtigen lassen. Und ja, das ist halt mein Dachzelt auf dem Dachträger. Und es ist so richtig bequem. Ja. Hast du da eine Matratze oben drin? Ja, können wir gerade näher rangehen. Genau. Kann ich es mal zeigen. Weil die Menschen bei meinem YouTube-Kanal möchten natürlich wissen, wie schläft Electric Dave, wenn er nicht im Hotel schläft. Wenn er nicht im Hotel schläft. Ja, im Hotel darf ich nicht mehr schlafen, weil ich habe jetzt investiert in das Dachzelt und muss das hier irgendwie rausholen. Ne? Ja, genau. Also, die Kosten müssen wieder reinkommen. Das ist, also ist doch komfortabel. Eine dicke Schaumstoffmatratze, da kannst du echt bequem drauf liegen. Mhm. Und kann man da auch zu zweit liegen? Locker, ja. Wir haben nachts auch zu zweit gelegen. Okay. Deswegen. Und das Ding kann man jetzt zusammenklappen? Das kann man zusammenklappen, dann ist es quasi einfach nur noch eine Dachbox, eine etwas größere Dachbox. Mhm. Aber von der Höhe her nicht anders als normale Transportdachboxen.
Und diese Dachbox ist jetzt von der Firma Primetech, habe ich gesehen? Genau, richtig. Die kann man ganz normal, im Zubehör kann man die dann kaufen? Richtig, die kann man ganz normal kaufen. Die gibt es von ganz vielen verschiedenen Herstellern, diese Dachboxen bzw. diese Dachzelte. Und in allen möglichen Preisklassen natürlich und Qualitäten. Die kann man für alle Fahrzeuge kaufen, beziehungsweise die sind nicht fahrzeugspezifisch, sondern die kann man einfach auf die Dachträger montieren. Mhm. Man braucht lediglich eine Querstrebe. Also selbst wenn man ein Fahrzeug hat, was ein Dachreling hat, muss man noch eine Querstrebe rübersetzen, so wie ein Dachträger halt ist normal. Und dann kann man die befestigen. Mhm. Das heißt, die würden auf alle Ioniqs gehen? Ja, mit dem Dachträger auf jeden Fall, okay. Genau. Und der Dachträger ist für den Ioniq extra gedacht. Und deswegen kann man dann da drauf packen. Was mich interessieren wird, wie groß ist der Aufwand? Wie lange braucht man da, um das Ding zu installieren? Da würde ich ja mein Video schon empfehlen. Okay, dann verlinke ich mal oben rechts dein Video, genau. Wenn ich darf. Klar. Und dann können diejenigen da draußen sich das mal anschauen, wie das gelaufen ist. Mhm. Und vielleicht mal kurz anreißen, wie der Aufwand ist. Genau. Also einmal die Dachträger, die muss man installieren, wenn man die gekauft hat. Das ist eine Montagezeit von einer halben Stunde quasi. Weil man die ein bisschen nur anpassen muss. Von der Länge her gibt es ein paar Gummis, die man dann einstellt und die Positionen ausmessen. Wenn man das gemacht hat, dann kann man direkt das Dachzelt schon drauf montieren. Das muss lediglich drauf gehoben werden und von unten hat das dann Klemmschellen quasi, die man an dem Dachträger dann festmacht. Es gibt 4 bis 6 Befestigungspunkte. Ich habe jetzt nur 4 genutzt. Man könnte aber auch alle 6 nutzen. Mhm. Wunderbar. Und du hast jetzt zusätzlich natürlich noch eine Leiter bestellt? Nee, die ist dabei. Die ist dabei? Die ist im Lieferumfang dabei. Ah, das ist natürlich die klasse. Die fährt sich auch auf das Maß dann ein und dann kann man die in eine Tasche stecken und dann ist die oben drin. Okay, alles klar. Wie schaut es jetzt aus mit Mehrverbrauch? Weil der Ioniq ist ja hocheffizient, das wissen wir ja alle. Wir kaufen uns das Auto natürlich nicht, dass wir uns jetzt, 2-3 kW mehr aufs Dach setzen. Wie schaut es da in der Praxis aus? Ja gut, erstens mal dadurch, dass es halt eine Dachbox ist, ist der Mehrverbrauch noch akzeptabel, sage ich jetzt mal, weil es ist wirklich ein Hardcover. Allerdings natürlich, das Ding hängt voll im Wind und macht die Aerodynamik vom Ioniq so ein bisschen kaputt und verbraucht natürlich auch mehr. Also wir haben ja auch Kollegen hier, die im einstelligen Bereich ihren Ioniq bewegen. Da komme ich natürlich mit dem Dachzelt nicht hin, außer im Stadtverkehr. Aber wenn ich jetzt über Land und Autobahn fahre, komme ich, wenn ich so zwischen 90 und 120 fahre, auf einen Verbrauch von 13 bis 16 maximal. Also das sollte man dann schon, bevor man dann in Urlaub fährt, ein bisschen einberechnen, dass man ein bisschen mehr Verbrauch hat, dass man die Ladesäulen dann etwas enger setzt. Ansonsten dürfte dem ja eigentlich nichts im Wege stehen, gell? Nee, also ich habe jetzt so eine Reichweite von 180 Kilometer gehabt jetzt hier im Sommer. Mhm. Die waren mir eigentlich ziemlich sicher. 170 waren immer safe. Und ja, wenn man sich danach richtet, das ist so wie die Winterreichweite im Ioniq eigentlich. Mhm. Und da konnte ich gut mit arbeiten. Prima. Wunderbar. Gut. Dann, wie gesagt, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Electric Dave, wie gesagt, abonnieren, ganz euch wichtig. Auch. Und dann schauen wir, was der Tag heute noch bringt. Alles vor allem Premiere heute. Deutschland-Premiere. Heute kommt der Kona. Kona Electric. Richtig. Da drehe ich auch noch später ein Video. Vielleicht darf ich auch noch mal fahren. Und dann viel Spaß wünsche ich dir noch. Dankeschön. Euch auch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ihr seid drauf! Könnt euch anschauen! Ja, ich war da! We'll be right back.
Scheiße. Alles Stress? Stress? Unter Strom. Sehr gut, sehr gut. Hallo liebes Team, wie geht's euch? Alles gut? Alles gut? Hast du auch einen Hunger? Ja, wenn du einen Burger machst, logisch. Lass dir Zeit. Logisch, logisch. Das Team von Burger 7 hat hervorragende Burger, kann ich euch nur empfehlen. Ich freue mich, dass so viele Elektrobegeisterte den Weg zu uns gefunden haben, um mit uns hier zu feiern. Die Premiere des Kona Elektro. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, dass wir heute einen Kona Elektro schon da haben, der auch dann gleich zu Probefahrten zur Verfügung steht. Ja, es ist ein fantastisches Auto. Ich bin gestern auch schon ganz kurz gefahren. Es ist eine ganz neue Dimension nochmal im Bereich Elektro. Das erste Elektrofahrzeug unter 40.000 Euro mit einer echten Alltagsreichweite über 400 Kilometer. Ob man die jetzt unbedingt braucht, viele, die schon Elektro fahren, wissen, Reichweite ist nicht das Entscheidende.
mit schneller Ladegeschwindigkeit und einer guten Ladeinfrastruktur ist auch weniger Reichweite überhaupt gar kein Problem. Aber nichtsdestotrotz, es ist im Prinzip ein Fahrzeug, das jeden Verbrenner jetzt im Schatten stehen lässt, wo kein anderes Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mithalten kann und wo es auch keine Argumente mehr gibt, die gegen Elektro sprechen würden. Er hat die neuesten Sicherheitssysteme, hat adaptiven Tempomat, alles was der Ioniq schon gehabt hat, das Ganze nochmal besser, noch besser funktionierend. Er macht unglaublich viel Spaß beim Fahren, weil er noch deutlich mehr Leistung hat. Und ausschauen tut er, glaube ich, auch sehr gut. Also das Design, glaube ich, ist sehr, sehr gelungen. Ja, das war es jetzt eigentlich schon, weil ich denke, das Auto sollte man jetzt einfach dann selber auf sich wirken lassen, erleben. Ich würde sagen, wir geben es jetzt erstmal kurz zur Besichtigung frei. Anschließend legen wir dann schon mit Probefahrten los. Schön wäre es, wenn wir immer 4 Personen ins Auto bekommen würden, dass möglichst viele fahren können. Es ist eine Route hinterlegt, also ich habe versucht, eine schöne Strecke auszuwählen. Das sind 20 Kilometer ungefähr mit Autobahn, wo kein Tempolimit ist. Auch zwischendrin Strecken, wo man mal ausprobieren kann. Man kann gerne natürlich unterwegs mal einen Fahrertausch machen, dass dann mal durchgewechselt wird, dass wir halt möglichst viele hier durchbekommen könnten. Ich habe immer noch eine schwache Hoffnung für die kleine Überraschung, die noch kommen könnte. Müssen wir mal schauen im Laufe des Tages, vielleicht ergibt sich noch was. Kann ich jetzt aber nicht versprechen. Aber wenn wir das so abwickeln könnten, wäre natürlich toll. Ansonsten haben wir natürlich hier dann auch fürs leibliche Wohles gesorgt. Kaffee, Kuchen, Getränke, sehr leckere Burger, sowohl vegetarisch als auch mit Fleisch. Also auch da sollten sich diejenigen, die die Zeit vertreiben müssen, noch Möglichkeiten finden. Wir haben morgen Vormittag auch nochmal Probefahrtmöglichkeiten. Vielleicht eine Bitte, wenn jemand hier aus der näheren Umgebung ist, wir werden auch, das kann ich schon sicher sagen, definitiv ab nächster Woche bereits unseren ersten Vorführwagen da haben. Der wird spätestens ab Dienstag zur Verfügung stehen für Probefahrten. Wir haben den ersten Vorführwagen, der in Deutschland ausgeliefert worden ist, ist dann bei uns da. Also wer aus der näheren Umgebung ist, vielleicht die sehr weite Anreise hatten, den Vortritt lassen, weil dann ist die Möglichkeit ja auch hier. Wer sehr weit angereist ist, wir haben ein Präsent für den mit der weitesten Anreise. Also vielleicht vorne einfach mal kurz Bescheid geben über die Postleitzahl, woher gekommen ist. Ich bin selber sehr gespannt, wie weit der Weg auf sich genommen wurde, um bloß hier bei uns zu sein. Das freut mich natürlich ganz besonders. Also als ich vor ein, drei Vierteljahren, als wir angefangen haben mit dem Ioniq Elektro, wo ich gesagt habe, das ist das Auto, da können wir, wir haben einen Game Changer, das heißt, sowas gab es bisher auf dem Elektromarkt noch nicht. Und wo wir mit voller Überzeugung angefangen haben, Elektro vorwärts zu bringen und Elektro zu verkaufen, anzubieten, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass wir das erreichen hier, dass die Leute so begeistert sind, auch begeistert über uns, dass man diesen weiten Weg dann auf uns nimmt, bloß um, in Anführungszeichen, bloß um hier eine Premiere von einem Kona zu erleben oder natürlich auch ein großes Ioniq-Treffen oder Elektro-Treffen. Auch da bin ich sehr gespannt, wie viele das es letztendlich werden. Also meine Schätzung ist, dass wir über 40 Ioniq hier haben werden. Vielleicht gehen wir sogar an die 50 hin. Ich denke mal, in ganz Europa hatten wir noch nie so ein großes Treffen an Ioniq-Fahrern. Freut mich also auch ganz besonders. Und bevor ich jetzt lange weiter rede, viel Spaß zum Auto. Und dann versuchen wir dann zu arrangieren gleich, vielleicht die mit ganz weiter Anreise, die noch weiterfahren müssen, dass die vielleicht zuerst fahren können. Und wie gesagt, wir fangen anders als mit dem Plan, würde sagen in 20 Minuten ungefähr an mit den Probefahrten, dass wir halt möglichst viele heute die Möglichkeit geben, mit dem Auto aufzufahren. Viel Spaß! Thank you.
Da ist er. Da ist er. Alles Chess? Chess? Sehr gut, sehr gut. Es wurden über 50 Ioniq gezählt. Der weiteste war über 900 Kilometer entfernt. Foto. Ja, ach, ich filme ja schon. Der Helmut, der kann da gerne mal rechts nach rechts schwenken. Ja. Ganz wichtig. Ich hab doch schon Werbung gemacht für dich. E-Shop, bester Elektrozubehörladen von hier bis Texas. Ich mach sowieso nur Musik drunter, also ihr könnt labern, was ihr wollt. Ne? Wir liefern nicht nach Texas. Nur innerhalb der Europäischen Union. Mein Kaliber. Ja, hab ich schon Probleme. Ist das runter? Nee. Nee, schon maximal, ja. Schon grenzwertig. Ja. Wie groß? 2,3 Meter. Hm. Ja, ist dann natürlich an der Grenze, gell? Ja. Die Asiaten bauen halt immer gern. Für ihren Markt, gell? Und der Deutsche fällt hinten runter. So Jürgen, jetzt, wie geht's dir? Wie ist deine Seenlage? Ja, ich bin überwältigt. Also das ist der Wahnsinn, was hier los ist. Wie viele auch von so weit gekommen sind, also ist fast unglaublich. Wir haben also Anreisen 900 Kilometer und das nicht nur einen. Mehrere sind in dem Bereich deutlich über 800 Kilometer. Mhm. Ich sehe hier nur noch Ioniq im ganzen Hof. Ich sehe andere Elektroautos. Ich sehe natürlich auch sonstige Interessierte. Also unglaublich, also ich bin total überwältigt. Freut mich. Hast du mit dem Zuspruch heute gerechnet? Ich hatte schon damit gerechnet, dass sehr, sehr viel los sein wird. Aber man hat natürlich immer so ein Bild vor Augen, wie das sein wird. Wenn natürlich dann das dann in echt so eintritt und dann so viel los ist, dann ist es natürlich nochmal was ganz was anderes, als wie man es sich erwartet hat oder sich vorgestellt hat. Aber ich bin wirklich sprachlos. Genau. Die ersten sind jetzt auf Probefahrt gegangen. Wie hast du das gemacht? Hast du was ins Navi eingegeben? Wir haben eine Route programmiert, wo ich denke, man kann dann sehr schön die Eigenschaften von Kona erleben. Also wir haben ein Stück Autobahn ohne Tempolimit. Wir haben ein bisschen Landstraße mit dabei. Sind gute 20 Kilometer,
20 Minuten ungefähr die Probefahrt. Mhm. Und ich habe die Strecke ausgesucht, bin sie selber abgefahren, fand die sehr, sehr passend. Auch gestern haben schon welche mit dem Ioniq die Strecke mal ausprobiert, waren auch begeistert. Also ich denke, dass das eine ganz gute Lösung ist. Super. Und wie sitzt es da draußen für die YouTuber? Du hast ja die Bayern-Premiere für den Kona. Wenn jetzt der ein oder andere da draußen Interesse hat, der kann ja dann dich anrufen oder per E-Mail dich kontaktieren. Ja, also wir haben spätestens ab Montag, ich hatte eigentlich gehofft ab heute schon, dass unser Vorführwagen da ist. Spätestens ab Montag wird er definitiv da sein, aller spätestens ab Dienstag. Und von dem her sind jetzt Probefahrten auch jederzeit vereinbar. Das heißt also, da haben wir jetzt überhaupt kein Problem mehr. Das Pressefahrzeug geht zwar am Sonntag schon wieder zurück, aber weiterhin ab jetzt quasi, also ab Montag, definitiv die Möglichkeit, Probefahrten zu machen und gerne bei uns anrufen und vereinbaren. Okay, sorry, letzte Frage. Ist dein Traum aufgegangen heute? Ja. Absolut. Ja. Dann danke ich dir und wünsche dir noch viel Spaß. Ich sage danke. Ciao. Auch viel Spaß.